Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind quasi im Erdenbaum angekommen und stehen da nach meinem Verständnis dem Endboss oder den Endbossen gegenüber oder dem Endboss in Phase 1 und Phase 2, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, Radaban von der Goldenen Ordnung oder so ist Phase 1. Die nach meinem Dafürhalten, die deutlich stressiger ist. Wir haben letztes Mal schon einiges an Tries hingelegt. Und ich war zweimal in Phase 2 gekommen. Okay, beim ersten Mal sofort gestorben, weil keine Peilung, was los ist und so. Beim zweiten Mal haben wir ihn eigentlich fast umgeflext. Es hat noch so ein Stück Lebensbalken gefehlt. Die erste Phase hat mir da irgendwie immer deutlich mehr Stress gemacht. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt immer direkt in Phase 2 einsteigen. Abgesehen natürlich von dem Kampf, wo ich es schaffe, den werde ich vollständig zeigen. Und genau, die Eldenbestie wartet ganz zum Schluss auf uns. Und da sehen wir uns jetzt auch wieder, ist er denn, ich schaffe es in diesem Versuch. Thank you.
Oh no.
Was geht denn hier ab? Hör mal, hören diese Dinger irgendwann mal auf, diese Geschosse da? Oh oh, muss weg. Oh, oh Gott. Jetzt wird's gerade ein bisschen too much hier. Oh komm, bleib liegen. Komm, zwei noch. Hab ich's? Hab ich dieses fucking Eldenbeast endlich besiegt? Okay. Aber ich muss sagen, Elden-Echo, ey, der eigentliche Endboss war eigentlich Radaban gewesen. Wie oft der mir noch aufs Maul gegeben hat. Klar, das Eldenbeast braucht man auch. Der Trick war eigentlich, Radaban schnell down mit viel Heiltränken in die zweite Phase kommen. Dann hatte ich schon die ganze Zeit das Gefühl, dann kann es schaffen. Weil erstens, Radaban schnell down hat den Vorteil, er geht einen auf den Sack und kann megamäßig austeilen. Wenn er schnell down ist, muss man sich nicht so lange mit ihm rumplagen und kriegt nicht so viel aufs Maul. Und die einfachere Phase ist eigentlich Phase 2, wenn man die auch noch mit viel Leben schafft. Und die Moves erstmal kennt, klar, man muss immer erstmal in Phase 2 kommen, um die kennenzulernen. Die Strahlen, die von oben kommen, die Kügelchen, die jetzt gerade so um mich rumgeflogen sind, die waren mir irgendwie relativ neu. Es gibt auch noch so flache Scheiben, die er auf einen schießt. Haben wir ja auch ein paar Mal, haben wir auch mal zwischendurch gesehen, glaube ich. Auch da kann man ganz gut durchrollen. Puh, nichtsdestotrotz, also Radaban war der schwierigere Part gewesen. Also ich glaube, Radaban, heißt er Radaban? Ja, ne? Von der Goldenen Ordnung auf jeden Fall. Schätzungsweise mit dem letzten Part vielleicht so 30 Tries gebraucht. Und ich glaube, alle zweiten Phasen, in die ich gekommen bin mit dem Eldenbeast, habt ihr gesehen. Also wie viel waren es? 6, 7, 8 oder so. Und dann ging das Eldenbeast. 500.000 Runen haben wir. Wir rufen mal Rani. Sie sagte mal irgendwas davon, dass wir uns, glaube ich, am Ende wiedersehen. Rani, die auch zwischendurch mal, glaube ich, den Tod herausgefordert hat und auch mal die Todesrune da irgendwie hatte. Und ich glaube, die ist jetzt da, weil wir ihre Quest zu Ende gemacht haben. Hätten wir noch mehr wichtige Quests zu Ende gemacht, hätte man, glaube ich, noch andere Optionen hier gehabt. Mit ihren vier Händen. Und jetzt setzt sie den Kopf wieder da drauf, oder was? I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Die endlose kalte Nacht, okay. Haben wir jetzt 1000 Jahre Nacht damit ausgelöst. Fear, doubt and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? Das Angebot, mit ihr zusammen zu reagieren, regieren, oder was? Wir sind doch jetzt der Eldenfürst. Sie müsste doch uns untergeben sein. Na gut, sie redet von Gefährten, nicht vom Untergebenen.
Zeitalter der Sterne. WTF, jetzt sind wir einfach wieder im Titelbildschirm. Ah ne, ich wollte schon sagen, okay, der Abspann läuft. Das Ende, wie immer, kurz und knapp, ne? Auch hier wieder, es hat gefühlt auch super viele Parallelen einfach zu Dark Souls. In Dark Souls geht es ja auch um diesen Zyklus des Feuers und der Dunkelheit. Und die Dunkelheit ist das Zeitalter der Menschen, warum auch immer, ne? Und in Dark Souls geht es halt immer nur darum, den Zyklus zu verlängern, indem man diesem Urfeuer oder wie es auch nochmal immer heißt, weitere starke Seelen hinzufügt. Ja, oder ob man halt das dunkle Zeitalter, das Zeitalter der Menschen hereinbricht. Aber nichtsdestotrotz, der Zyklus ist halt fortwährend in Dark Souls. Es ist halt immer ein Wechsel zwischen Zeitalter des Feuers und Zeitalter der Dunkelheit, je nachdem halt, ob man gerade ein paar Seelen in dieses Feuer geschmissen hat oder nicht. Genau, und es scheint mir hier irgendwie ähnlich zu sein. Jetzt haben wir ja das Zeitalter der Sterne für 1000 Jahre heraufbeschworen. Ich vermute mal, wenn wir andere NPCs oder andere Quests noch weiter verfolgt hätten und die auch hier hätten beschwören können, hätte man auch noch andere Zeitalter heraufschwören können, starten können. Ob es auch ein Zyklus ist oder was, keine Ahnung. Ja, was bleibt mir sonst zum Game an sich zu sagen? Es ist halt ganz klar die From-Software-DNA, die ich einfach immer noch mega finde. Ne? Das Kampf- und RPG an sich finde ich mega, muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Haben wir schon in diversen Soulsborne-Titeln gesehen. Dieses mysteriöse, die eigentlich simple Geschichte, aber doch diese mysteriöse und nie sehr ausführlich erzählte Lore, die eigentlich dahinter steckt, worum es ja in den Spielen geht. Finde ich super cool, auch dass man nicht so komplett an die Hand genommen wird, wie halt in anderen modernen Titeln, ja, wo man immer so ein bisschen denkt, die Entwickler halten einen für doof. Hier hat man eher mal das Gefühl, auch mal vom Kopf her und vom Spiel her ein bisschen gefordert zu werden. Das finde ich ja persönlich auch immer ganz cool. Und ja, das ist halt soweit bekannt. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Gehen wir mal auf die Sachen ein, die neu sind bei Elden Ring. Das ist ja im Prinzip hauptsächlich eigentlich die offene Welt. Diesen komplett offenen Weltaspekt, den gab es ja bisher bei From Software nicht. Diese klassische offene Welt, wo ich einfach eine riesige Fläche vor mir habe, die ich komplett ablaufen kann. Das gab es bisher nicht. Und das haben sie generell das Open-World-Genre nochmal auf eine gewisse Art und Weise revolutioniert. Ähnlich wie Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild damals. Nur finde ich, dass es hier, also Breath of the Wild mochte ich gar nicht so, hat auch noch andere Gründe, aber auch da in der Welt war ja eigentlich gar nicht so viel los. Man konnte gefühlt 500 von diesen Samen da sammeln. Es gab 500 Mini-Dungeons, in denen man immer das Gleiche machen musste, um ein bisschen mehr Leben oder ein bisschen mehr Ausdauer zu bekommen. Generell, zumindest in den ersten Gebieten, muss ich sagen, war diese offene Welt deutlich lebendiger. Ja, in Limgrave dachte ich die ganze Zeit, what the fuck, wie genial ist das denn? Du läufst irgendwo hin und irgendwas ist immer los. Ob es ein Mini-Dungeon, ein Event, ein Boss, ein NPC ist, was man auch immer treffen konnte. Irgendwelche Kirchen, Händler, Karawanen, Ruinen, die man erforschen konnte. Es war einfach, egal wo man sich hinbewegt hat, man hatte nie 2-3 Minuten Leerlauf. Das war mega. In Lyonia ging das noch so ein bisschen weiter. Zum Schluss ließ das so ein bisschen nach, finde ich. Altus Plateau und das Schneegebiet und Celit, die sind so ein bisschen leerer gewesen. Allerdings habe ich da auch nicht mehr so ganz gut geguckt. Vielleicht ist der Vergleich auch ein bisschen unfair. Nichtsdestotrotz, ich finde, im Nachhinein hat diese offene Welt so ein bisschen abgeflaut. Man hat auch da wieder gemerkt, offene Welt ist mit viel Copy-and-Paste-Content gefüllt. Dungeons, die immer gleich sind. Bosse, die mehrmals recycelt wurden. Gewisse Dinge sind auch gewissen Regeln unterlegen. In den Minen gab es immer Schmiedesteine. In den Kirchen gab es fast immer was einem das Fläschchen erhöht hat. Wobei ich die beiden Aspekte noch ganz cool finde, oder ganz gut finde, ne? Weil die sind halt auch einfach super wichtig, dass man, wenn man weiß, okay, wie kann ich meinen Charakter stärken, gucke ich halt mal, wo eine Mine oder eine Kirche ist, ne? Alles andere lag natürlich so ein bisschen random in der Gegend rum. Deswegen, am Anfang war ich auch super begeistert von der offenen Welt. Jetzt am Ende muss ich sagen, ich brauche sie eigentlich nicht in einem From-Software-Spiel. Wie gesagt, ich spiele gerade parallel noch Dark Souls 1 und die Welt ist ja auch offen, ne? Aber sie geht nicht so komplett in die Fläche. Es sind auch einfach mehr so abgeschlossene Gebiete,
die aber geschickt ineinander verwoben sind, wie wir es hier halt bei den Legacy Dungeons erlebt haben. Das war eigentlich immer das Geile bei From Software. Ne? Man befindet sich am Arsch der Welt, macht irgendeine Tür, oder man denkt, man ist am Arsch der Welt, macht eine Tür auf, benutzt irgendeinen Fahrstuhl und steht auf einmal wieder im Startgebiet. Sowas gab es hier natürlich nicht so extrem. Nichtsdestotrotz, in den Legacy Dungeons gab es dieses Level-System immer wieder mit den Abkürzungen. Auch in der Welt an sich so ein bisschen mit den Untergebieten, wo man reingegangen ist, keine Ahnung, in Celit. War es Celit gewesen? Ich weiß nicht, nee, oder in Limgrave, und man hat sich unten durchgemetzelt und kam auf einmal in Lyonia wieder raus. Ne, das sind natürlich auch alles Sachen, die ganz cool sind, aber nichtsdestotrotz, dieses reine Dungeon Exploring ist halt das, was mir auch hier, habe ich auch zwischendurch ein paar Mal gesagt, in Elden Ring am meisten Spaß gemacht hat. Ne? Und in Dark Souls fühlt sich halt die ganze Welt mehr an wie so ein verwobener Dungeon, oder jedes Gebiet ist ein eigener Dungeon und die ganze Welt an sich quasi der große Dungeon. Dieses Gefühl geht hier so ein bisschen verloren, und es ist zumindest für mich persönlich ein bisschen schade, weil ich bin auch nicht der größte Open-World-Fan. Ne? Ich mag es nicht, die klassischen Open-Worlds, Karte auf, 1000 Icons abgreisen und grasen und da immer wieder die gleichen Sachen machen. Das gibt es hier natürlich nicht, weil es nicht diese Icons gibt, aber nichtsdestotrotz, es nimmt dem Spiel so ein bisschen das Tempo, wenn man sich gefühlt an 1000 Ecken und Enden umgucken kann. Ist völlig in Ordnung für mich, wenn man das mag. Ich präferiere ja eher etwas straffer geführte Spiele und brauche nicht diese ganz offene Welt. Ja, von daher, ich könnte gut damit leben, wenn Bloodborne 2 oder auch noch ein Sekiro 2 mit so einer klassischen Welt rauskäme. Das finde ich viel, viel cooler. Klar, ein Elden Ring 2 wird wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal ein Dark Souls 4 oder so, wer weiß es schon ganz genau, oder ein Demon's Souls. Weil, klar, ich habe jetzt so ein bisschen über die offene Welt gemeckert. Das Spiel ist an sich einfach mega. Es ist eine 9 von 10 oder von mir aus auch eine 10 von 10. Hat mega viel Bock gemacht. Es war mir jetzt auch zu lang nach hinten raus, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gespielt habe. Welchen Part sind wir? 136 oder sowas? Also 100 Stunden plus auf jeden Fall. Ich war jetzt zum Schluss auch mal froh, dass ich durch war. Weil 100 Stunden jetzt doch immer wieder das gleiche Spiel zu spielen. Auch wenn es zum Schluss natürlich noch die Mega-Herausforderungen wie Malenia gab, ödet natürlich doch irgendwann so ein bisschen an, zumindest mich. Ja. Hauptherausforderung oder höchste Herausforderung im Spiel war für mich natürlich Malenia gewesen. Der Endboss war gar nicht so schwierig. Das war in Sekiro deutlich anders. Da habe ich, glaube ich, da war der Endboss auch mit das Schwierigste, was wir gespielt haben. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Genau, storytechnisch, Elden Ring. Habe ich jetzt natürlich, auch wenn ich es natürlich cool finde, weil es einen das auch mal gedanklich irgendwie fordert, aber es war bei From Software-Spielen immer so, von der Story verstehe ich maximal 20-30% im ersten Durchgang. Ich muss mir jetzt auch erstmal einiges zu der Lore durchlesen. Klar, es gab diesen Elden Ring, der ist zerschmettert worden, dadurch hat es halt auch irgendwie die Welt in den Zustand getrieben, wie sie ist. Es dreht sich im Prinzip alles um die Godfrey- und Marika-Familie, heißen sie, glaube ich, also ehemalige König und Königin und ihre Kinder, und Reise 2 beginnen. Muss ich gleich mal gucken. Ja, und letztendlich ging es darum, jetzt den Platz des Eldenfürstens einzunehmen. Das wurde uns ja schon am Anfang des Spiels gesagt. Wir haben es jetzt wirklich erst ganz am Ende gemacht. Zusammen mit Rani. Was wollte ich sagen? Den Platz des Eldenfürstens einzunehmen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach ja, es gibt noch irgendwie die Zwei Finger als Fraktion und die Goldene Order oder die Goldene Ordnung, die irgendwie zum Schluss auch beide versucht haben, uns davon abzuhalten, der Eldenfürst zu werden. Gideon hat uns bekämpft, hier Radagon von der Ersten Ordnung hat uns bekämpft. Warum und wieso genau und wie diese Fraktionen zusammenspielen, das habe ich irgendwie nicht so richtig packen können. Also da muss ich noch viel, viel Lore auf jeden Fall lesen. Genau, es gibt jede Menge Nebenquests. Eine davon haben wir bis zu Ende geführt, die Rani-Quest. Deswegen konnten wir jetzt das zum Schluss auch hier mit Rani für uns entscheiden. Tretet ihr die Reise 2 an, könnt ihr nicht mehr in die aktuelle Welt? Nein, da lieber nicht. Ich will lieber doch nochmal das eine oder andere nachgucken. Danke nochmal für die Warnung. Okay, jetzt sind wir da in der Tafelrundfeste. Mmh.
Ja, jetzt ist irgendwie der Erzählfaden abgerissen. Also unterm Strich ist es ein Megaspiel und wir machen jetzt einfach Schluss hier. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da und guckt doch noch gerne in meine anderen und folgenden Projekte rein. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.